Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zur F1 2020 zum Qualifying des Großen Preis von Belgien. Und ja, wie ihr in der Folgenlänge wahrscheinlich schon seht, ein relativ kurzes Qualifying, denn was wir machen werden, ist, wir werden den kompletten Motor austauschen. Warum jetzt? Naja, wie gesagt, es sind ein paar Komponenten recht angeschlagen, der Verbrennungsmotor beispielsweise oder auch hier der Energiespeicher. Sowas wie die MGU funktioniert alles noch relativ ordentlich und Steuerelektronik haben wir erst ausgetauscht. Aber ich dachte mir einfach, okay, komm, wenn wir uns mal die kommenden Strecken anschauen. Belgien, Italien, beide Strecken, auf denen Power sehr wichtig ist. Wir brauchen da einen guten Motor. Und beides allerdings auch Strecken, auf denen man sehr gut überholen kann, meiner Meinung nach. Deswegen wäre jetzt mein Plan tatsächlich, dass wir sowohl in Belgien als auch in Italien hinten starten. Gucken, wie wir uns nach vorne durchkämpfen können, damit den WM-Kampf eventuell auch ein bisschen spannender machen und einfach mal ein bisschen Spaß haben mit den beiden Rennen, ja? Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz gute Taktik, auch wenn das heißt, dass wir die Qualifyings nicht fahren werden, beziehungsweise das Q1 werden wir fahren, einfach nur, damit wir auch wissen, wo stehen wir zeitlich ungefähr, wo können wir uns beim Rennen anpeilen, aber ja, Q2 fahren ergibt keinen Sinn, weil wenn wir eh hinten starten, dann müssen wir auch nicht großartig gucken tatsächlich, dass wir eine gute Position erfahren. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen Q1 werden wir fahren, eine Runde. Ich werde euch auch Setup zeigen natürlich. Und dann schauen wir einfach, wo wir stehen. Ungefähr die Trainingsprogramme habe ich tatsächlich wegdominiert. Im Practice, in der Zeit an sich allerdings, war es zwischen Vettel und mir immer extrem knapp. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Aber ja, schauen wir einfach mal. So oder so werde ich euch jetzt als allererstes mal einfach das Setup zeigen. So, da gehen wir einfach mal hin, da gehen wir rein. 3 Sechserflügel. Mag jetzt noch relativ viel klingen. Ich könnte auch theoretisch einen 2 Fünfer fahren. Ich habe aber gemerkt im Training, dass ich im zweiten Sektor relativ viel Zeit verliere, wenn ich in einen 2 Fünfer fahre. Deswegen 3 Sechser, dass wir einfach ein bisschen mehr Downforce haben. Trotzdem ein sehr stabiles Heck haben auf Spanien, auf Spa. Ich nehme das hier nach dem großen Preis von Spanien auf, deswegen wird das wahrscheinlich ein paar Mal vorkommen, der Versprecher. Auf Spa es sind sehr, sehr viele schnelle Kurven, deswegen brauchen wir ein stabiles Heck, deswegen auch die sehr, sehr starke Differenz im Verhältnis mit wenig Aero vorne und relativ viel im Verhältnis dafür hinten. Dann, ja, Differential 50-50 wie immer, genauso Radaufhängung. Ebenfalls die Standardwerte. Radaufhängung tatsächlich ein bisschen weicher als normalerweise. Auch die Radaufhängungseinstellungen an sich hier nicht so extrem. Ich hätte auch einen 2-4er fahren können. Wollten aber doch einen Tacken aggressiver einfach haben. Und ja, deswegen sind wir darauf jetzt gekommen. 3-8er dafür dann. Ordentlich extrem bei den Stabilisatoren. Bodenfreiheit 3-4. Gibt es eigentlich wenig Strecken, auf denen das anders abläuft. Bremsen und Reifen. Ganz normale Standardwerte hier. Wie gesagt, wir fahren eine Runde einfach mal. Wir werden sowieso jetzt eine 163 Platz Gridstrafe oder so bekommen. Und ich nehme mal an, eine 1,40 ist drin. Also wenn wir das mal so betrachten. Im Training bin ich eine 1,45, glaube ich, gefahren. Dementsprechend, wenn es perfekt läuft, vielleicht eine 39, aber da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran, dass das passiert. Wobei es halt möglich ist, wie gesagt. Ich meine, wir haben ja im Qualify natürlich nicht nur, wenn ich das gerade sehe, sehr gute Bedingungen, sondern wir haben vor allem tatsächlich auch natürlich hier die maximale Benzinmischung. Deswegen fahren wir schneller und Spa ist einfach eine Strecke, auf der Power auch extrem wichtig ist, definitiv. Deswegen auch die Renault beispielsweise würde ich hier im Auge behalten. Bei denen haben wir ja gemerkt, die sind auf der Geraden unfassbar stark. Genauso wie die McLaren, die ja den Renault-Motor haben. Nicht ganz so stark wie der Renault an sich, aber auch auf die sollte man eventuell ein Auge haben. Also, wenn ich hinter denen bin im Rennen, dann werde ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr kämpfen müssen, könnte ich mir vorstellen. Als jetzt gegen den Red Bull beispielsweise oder auch ein Racing Point. Der Racing Point, der ja 2019 gerade durch seine Power auf der Geraden sehr geglänzt hat. Ist hier in F1 2020 einfach extrem ausgeglichen geworden. Also,
Den sollten wir im Regelfall auf der Geraden relativ easy schnupfen. Einfach weil wir auf der Geraden eine Macht sind mittlerweile. Auch definitiv stärker als der Renault, aber wie gesagt, unterschätze deine Gegner nicht. Lieber überschätzt du sie und merkst dann am Ende, ach guck mal, so schwer war es doch nicht. So, ich nehme das hier auch by the way auf, nachdem ich am Wochenende sehr, sehr viel Spar in Assetto Corsa Competizione gefahren bin. Ich glaube 7 Stunden oder so, deswegen, ja, leichter Umstieg. Aber hey, Spar macht halt immer Spaß. Deswegen ja Spar, ne, steht für Spaß. Ja, das war jetzt leider ein unnötiges Leid. Haben jetzt hier einen Red Bull vor uns, der uns ein bisschen Slipstream geben wird. Der Verstappen hier, die Chemistrate. Ah, ne, der wird uns nach Rouge wahrscheinlich vorbeilassen, wir nehmen trotzdem mit, was wir kriegen können. Auch wenn es nicht viel ist, wir nehmen es mit. Ja, ich habe halt die erste Kurve verkackt leider. 39,5 von Ocon. Okay, auch gut. Ja, das ist dann natürlich schade, dass wir doch keine Runde im Quali fahren werden. Weil, naja, wir haben den Wagen jetzt an die Wand gesetzt, der muss leider repariert werden. Dementsprechend, Giovinazzi, ich habe keinen Flügel mehr. Denkst du, ich fahre gerade eine schnelle Runde? Hast du jetzt auch gesehen, ne? Ja, schade. Naja, dann nutzen wir die Möglichkeit und tauschen halt direkt den Motor aus, ne, wenn wir eh ganz hinten starten. Das sollte halt im Rennen auf keinen Fall passieren, hoffe ich, aber naja. Kein Einfluss drauf, also doch schon, aber ich weiß nicht, die Kurve, wo ich gerade rausgeflogen bin, in ACC deutlich angenehmer irgendwie. So, guck mal hier. Oh Gott, Gasly, was tust du denn? Kein Frontflügel, aber immer noch 320 fahren. So haben wir es gern. So, wir machen doch eine Hotlap. Nein, machen wir nicht. Ich meine, das wäre eine Zeit gewesen für GT3-Wagen. Nicht schlecht, ja? Eigentlich sogar sehr gut. Das heißt, in Zukunft würde ich sagen, Crossover, Formel-1-Wagen ohne Frontflügel gegen GT3-Wagen. Halte ich für eine akzeptable Nummer, einfach. So, ja, mir ist gelaufen, wie gesagt. Mach's ja nix. Aber da nutzen wir das einfach für die Story, könnte man sagen. Dass wir jetzt halt leider nicht mehr rausfahren können und dann gleich den Motor mit austauschen. So, ja, wie gesagt, in der Theorie könnten wir locker nochmal, aber müssen wir ja nicht. Ja, okay, also in der 39er hätten wir auch easy schaffen müssen. Vielleicht sogar Richtung 38er. Ich bin super gespannt auf das Rennen. Also da kann alles passieren. Vielleicht fehlt mir auch komplett die Pace. Und ich kriege gerade so Punkte. Ist möglich, wenn ich mich da an Season 1 zurückerinnere. Dann lief da gar nichts. Ja, ich habe gerade kein Interview gegeben eigentlich, aber gut. So. Dadurch, dass wir jetzt halt raus sind, ist Magnussen weitergekommen, der sonst ausgeschieden wäre. Das ist okay natürlich. Wir werden halt jetzt einiges an Ansehen verlieren, aber das interessiert uns eh nicht. Wir sind auf dem Kurs für einen Weltmeistertitel. Was interessiert uns, was die Menschheit über uns denkt? Ja, guck mal, ist ja nix. Ich meine, wir haben jetzt die Möglichkeit, es geht nur nach vorn und das sollten wir nutzen einfach. Das sollten wir nutzen fürs Rennen, einfach diesen Gedankengang. Es kann nur nach vorne gehen, meine Damen und Herren. Da sind wir mal relativ froh drüber an der Stelle. So. Ja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, Jeff, das passiert schon mal, ne? Wie gesagt, Ressourcenpunkte werden wir nicht ausgeben.
Einfach aus dem Grund, dass wir halt die anspannen für die nächste Season. Wir sagen jetzt halt als Ferrari, okay, Break, der Wagen ist so gut, wie er steht. Wir haben einen Vorsprung in der Fahrerwertung, der gut genug ist. In der Konstrukteurswertung stehen wir auch super da. Wir fokussieren uns auf nächste Jahr. Ergibt Sinn, meiner Meinung nach. Kann man ja durchaus mal machen nach Belgien. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das Rennen kann nur spannend werden, meiner Meinung nach. Das war es für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!